Am Dienstag ist Valentinstag. Wenn man sich die Schlösser an der Brücke am Zwinger in Buxtehude anschaut, dann muss es hier ganz schön viele verliebte Pärchen geben. Aber welche Bedeutung hat der Valentinstag eigentlich? Wir haben uns umgehört. Wer von euch ist in einer Beziehung? Ich bin in einer. Okay. Und habt ihr am Valentinstag irgendwas Besonderes geplant? Ich gehe essen mit meinem Freund. Mal gucken, was man dann noch so machen kann. Auf jeden Fall schön essen gehen. Wer lädt denn da wen ein? Ich ihn diesmal. Warum diesmal? Weil er mich letztes Mal eingeladen hat. Okay, das heißt, ihr teilt das so. Morgen ist Valentinstag. Mhm. Ja. Kriegt ihr denn von jemandem Besonderen was geschenkt? Nicht, dass ich wüsste. Also es hat eigentlich für mich jetzt nur eine Bedeutung, wirklich, wenn ich eine Freundin habe. Und ich muss auch zugeben, dass ich gerade auch einen Blick habe und bin auch relativ verliebt gerade und freue mich auch ziemlich auf morgen. Das heißt, du hast was geplant? Ja, habe ich auch. Also im Sinne von, ich möchte der Person, auf die ich halt liebe, gerne was schenken. Sind da Valentinstagsgeschenke drin? Definitiv nicht. Von wem kriegst du denn was? Von einem Freund von mir. Okay. Und macht ihr das jedes Jahr? Nein. Warum dieses Jahr? Einfach so, wir haben uns gut verstanden. Ich hatte vor kurzem einen Freund, aber jetzt gerade nicht mehr. Ich mache morgen was mit meiner besten Freundin zusammen. Aber mit dem Freund ist jetzt nicht ganz kurz, gerade kurz vom Valentinstag, oder? Wir haben uns vor 2 Wochen getrennt. Oh nein. Man sitzt einfach so, wie sonst auch immer, auf dem Sofa und guckt Netflix. Valentinstag ist morgen. Ja. Wer von euch ist denn in einer Beziehung? Ich. Und wie lange? Seit 3 Monaten. Alles klar. Und habt ihr euch für morgen irgendwas vorgenommen? Nee, ich nicht. Und warum? Ich finde, der Tag ist jetzt, der ist so gesetzt, dass er besonders sein muss. Und ich finde, eigentlich sollte jeder Tag in einer Beziehung besonders sein. Oh, das ist ja schön. Viele Schlösser an einer Brücke, das gibt's auch in Stade. Okay, zugegebenermaßen nicht ganz so viele wie in Buxtehude. Kriegt ihr denn da Geschenke? Ich hoffe doch. Ja? Wäre gut hoffst? Für meinen Freund, ja. Das heißt, bist du schon länger mit ihm zusammen? Ja. Und macht ihr jedes Jahr an Valentinstag was? Ja, also wir machen schon was. Ja. Geht das bei euch eine Rolle? Ja, ein bisschen schon. Das heißt, du kaufst für jemanden was? Ja, ich kaufe für meine Freundin ein Geschenk. Und hast du schon was, oder? Wir wollen jetzt gerade zu Rossmann und dein Parfüm da kommen. Oh, okay. Und du berätst ihn dabei, ja, oder wie? Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie seinen Lieben irgendwas Gutes tun will oder so, oder zusammen was machen möchte, das kann man es auch so machen, dann braucht man jetzt nicht unbedingt einen Tag für, glaube ich. Okay, das ist sehr schön. Das heißt, für dich ist irgendwie jeder Tag wahrscheinlich ein bisschen Valentinstag, oder? Ja. Wenn du einen Freund hast, muss es am Valentinstag nicht sein, sondern... Nee. Sollte jeder Tag Valentinstag sein? Ja. Ja? Jeden Tag schicke Geschenke, Rosen, Schokolade. Ja.